Mit gefährlichem Säbelrasseln ist die kaiserliche Palastwache aufmarschiert. Der Hauptmann mit einem riesigen Federbusch auf dem Helm hat den Jim und den Lukas angebellt. Er müsste die beiden Fremdlinge bewachen und folgen. Folgen sei sein Beruf. Ah, ja, das ist ein schöner Beruf. Aber meinen ist es nicht. Weiter ist der Lukas nicht gekommen. Dann plötzlich sind zwei dicke Bonzen da gestanden und haben gefragt: Wer sind ihr? Woher kommt ihr? Was wollt ihr da? Ich bin der Loki für Lukas und das ist mein Freund, der Jim Knopf. Wir sollten zum Kaiser von China. Jawohl, wir wollen seine Tochter aus der Drachenstadt befreien. Sehr lobenswert, aber das kann jeder behaupten. Habt ihr überhaupt einen Ausweis? Nein, wir haben Hunger. Ohne Ausweis habt ihr nicht mal einen Beweis, dass er lebt. Es gibt sie also gar nicht, amtlich gesehen. Und den Mensch, wo es nicht gibt, der kann noch nie nicht hingehen. Auch nicht zum Kaiser. Logisch. Oder nicht? So, meine Herren Bonzen, jetzt will ich euch mal etwas flüstern. Wenn ihr uns jetzt nicht augenblicklich zum Kaiser bringt, dann beweiset mir euch handfest, dass es uns gibt. Auch amtlich gesehen. Ihr dicken, dummen Böli-Bonzen! Das ist eine Bonzenbeleidigung. Da dafür kommen wir durch Käfi. Ich bin verhaftet. Im gleichen Moment ist die ganze Palastwache auf den Lukas und den Jim losgestürmt. Die beiden haben sich gewehrt wie die Leue. Aber die feigen Bonzen haben den Lukas und den Jim hinter Rücksli angeschlichen und haben ihn mit einem grossen Hammer eins auf den Kopf gehauen. Dann haben sie unsere armen Freunde fesseln und sogar wollen köpfen lassen. Im allerletzten Moment ist Gottlob der Kaiser von China gekommen und hat sie gerettet. Halt! Der erhabene Kaiser. Ja, ich bin's. Nehmt deinen Fremdling sofort fesseln ab und lege sie im Pflichtvergessenen Herr Pipapo und seinem unwürdigen Helfershelfer im Herr Popapi an. Der böse Bonze hat alles Jammern und Webern nicht mehr genützt. Sie sind angekettet und abgeführt worden. Der Lukas und der Jim aber sind freudestrahlend zum Kaiser und haben ihm dankbar die Hände geschüttelt. Vielen Dank für unsere Rettung, Herr Kaiser. Herr Majestät, es freut mich, dass ich Sie endlich persönlich darf kennenlernen. Freude ist ganz auf meiner Seite, liebe fremde Helden. Ihr zweifelt nicht daran, dass euch beide die Rettung von meinem armen Kind gelingen wird. Hoffentlich, Majestät. Bis jetzt wissen wir zwar nur, dass Prinzessin Lysie in der Stadt von der 1000 Drachen gefangen ist. Viel mehr wissen wir leider auch nicht, liebe Freund. Ein Fischer hat aus dem geilen Fluss, der durch unsere Hauptstadt fließt, eine Flaschenpost rausgezogen. Eine Flaschenpost? Was ist das? Es war ein Babyfläschli von meinem Töchterli. Drin ist ein Briefli gesteckt, wo er selber geschrieben hat. Dürfte ich das Briefli vielleicht einmal sehen? Ich gebe es euch gern mit auf eure Reise in die Drachenstadt. Aber jetzt kommen wir im Ballast, liebe Freunde. Die Staatstrauer ist für heute oben unterbrochen. Das Volk soll zusammenströmen und euch zu Ehren das Fest von der farbigen Lampion feiern. Und also am Abend hat es zu Ping ein grosses Freudenfest gegeben. Und Tausende von Chinesen mit Kind und Kindeskind sind zusammengeströmt und haben gesungen und gejubelt. Alle haben farbige Lampion geschwenkt und auf dem Platz vor dem kaiserlichen Palast hat es ausgesehen, wie wenn lauter Glühwürmer tanzen würden. Der Kaiser ist mit dem Lukas und dem Jim auf dem Balkon gestanden und hat laut verkündet: Mein Volk, meine Chinesen, zwei Helden aus Lummerland, die gehen zum Drach dem Bösen und wenn mi Kinder lösen aus Gefangenschaft und aus Schand. Der Lokführer Lukas und der Jim haben beschlossen, Prinzessin Lysie aus der Drachenstadt zu befreien, was es auch für Gefahren zu überwinden gibt dabei. Sie haben sich vom Kaiser verabschiedet und sind mit der Rimmer abgefahren. Nach 7 Tagen Lokifahrt sind sie endlich zum westlichen Tor der chinesischen Mauer gekommen. Und gleich darauf ist Rimmer durch einen ganz wunderbar gespässigen Dschungel gedampft. Farbige Glasbäume hat es da gehabt.
Schlingpflanzen und eigenartige riesige Blumen. Und Schmetterlinge sind rumgeflattert, gross wie ein Sonnenschirm. Lukas, schau mal! Was ist denn das für ein gespässiger Wald? Der reinste Dschungel! Ja, das ist jetzt eben der berühmte Tausend-Wunderwald. Der Tausend-Wunderwald ist schon Jahrhundert alt. Doch gibt's da Wesen, die bedeutend älter sind? Ein blauer Elefant? Nein! Ja, Momo. Ein Fisch, der lebt am Strand. Ein Papagei, ein Mamagei und ihre Kinder. Ja, hör auf! Ja. Schau, es gibt noch anders gesehen. Die tanzen die Rosarik. Schau da. Die trennt das Schneckenhaus mit Lift um 14 Stück. Schildkröt mit langen Schnäuz. Ja, wahrhaftig. Und tausend an der Kreuz. Sogar zwei Jüle mit Zylinderhüt und Röck. Hoho, glatte. Der tausend Wunderwald ist schon Jahrhundert alt. Im tausend Wunderwald, da machen wir jetzt Halt. Essen wir jetzt etwas zu neun, Lukas? Hast schon wieder Hunger, Jim? Jetzt wollen wir doch zuerst einmal der Lisi ihre Flaschenpost lesen. Oh ja, lies vor, Lukas, was steht drauf? Wollen wir mal schauen. Die Lisi hat geschrieben, dass sie von einer Seeräuberbande in der Wilde 13 mit vielen anderen Kindern gefangen wurde und an einen schrecklichen Drachen, Frau Malza, verkauft worden ist. Sie wohne in der Drachenschule zu Kummerland, Alte Straße 133, dritte Etage links. Da ist dem Lukas plötzlich ein Licht aufgegangen und er hat dem Jim endlich erzählt, dass er ihm ein Päckchen mit genau dieser Adresse auf Lummerland geschickt worden ist. Zum Glück war die Adresse so voller Fehler, dass dich der Pöstler statt auf Kummerland auf Lummerland gebracht hat. Merci, und ich habe Schwein gehabt. Glück hat er allerdings gehabt, der kleine Jim. Sogar jetzt auf der Reise in die Drachenstadt. Denn ohne die genaue Landkarte, die ihnen der Kaiser von China mitgegeben hat, wären unsere Freunde vielleicht noch lange im Tausend-Wunderwald herumgefahren. Nach einer langen Fahrt sind der Lukas und der Jim ins Land von den Tausend Vulkanen gekommen. Eine unheimliche Gegend war das. Ein grusiger Wind hat pfiffen und rundum haben grosse und kleine Vulkane Feuer, Glut und Aschen ausgestoßen. Ein Krach haben sie gemacht, dass sich unsere Helden zuerst die Tore zuheben mussten. So, Jim, da sind wir jetzt also im Land der Tausend Vulkane. Eine ziemlich ungemütliche Gegend, findest du nicht auch? Aha. Aber wo ist jetzt die Drachenstadt Kummerland? Ja, das müssen wir jetzt eben wissen. Weit können wir nämlich nicht mehr fahren. Wir haben auf der Fahrt fast alle Kohle verbraucht. Was noch studiert, mit was es jetzt dem Mann heizen könntet, hören sie plötzlich ein jämmerliches Wimmern und Heulen. Beim Umschauen sehen sie oben aus der Krateröffnung von einem ausgelöschten Vulkan ein ganzes gespässiges Tier rausgüggeln. Es hat ein bisschen ausgesehen wie ein Drache, aber einen Kopf hat es gehabt wie ein Nilpferd. Es hat seine Zähne gefletscht und grusig gefaucht. Puh, ich heiße Nepomuk. Ich bin ein Drache. Puh. Die reinrassigen Drachen behaupten, ich zeige nur einen Halbdrachen, weil meine Mutter ein Nilpferd war. Und dabei war mein Vater ein ganz regelrechten richtiger Drache, ein besonders grässlich schlimmer sogar. Ja, und jetzt willst du auch ein besonders grässlich schlimmer Drache sein? Ja, was denn sonst? Puh, ich will den bösen Drache sein. Puh, ein grässlich, fürchterliches Tier. Ach,
Meine Mutter war ein Nilpferd. Ach, kein Mensch hat Angst vor mir. Doch wett ich wie einem bösen Drachen lauter schlimme Sachen machen. Mich im Vulkan verstecken, rausgumpen, die Leute verschrecken, Stock zerfletschen, Schwefel schnaufen, schnüzen, schnauben, zischen, fauchen und ganz klar vor allen Dingen Schunken speuzen, Feuer verschlingen. Nichts lachen, ein halber Drache wird nicht anerkannt. Die anderen Drachen, ich kann nichts machen, haben mich aus der Drachenstadt gejagt und verbannt. Puh, ich will ein böser Drache sein. Puh, ein grässlich fürchtes Tier. Ach, meine Mutter war ein Nilpferd. Ach, kein Mensch hat Angst vor mir. Ja, Momo, also wenn wir überhaupt vor irgendetwas Angst hätten, dann wär's vor dir. Das hat dann den Nepomuk ein bisschen getröstet. Aber er hat noch einen anderen Kummer gehabt. Oh, heute habe ich einfach einen Unglückstag. Mein Vulkan ist mir ausgegangen und ich bringe und bringe einfach nicht mehr zum Brennen. Ja, hör auf. Ja, da können wir ja mal nachschauen. Wir sind nämlich zufällig zwei Lokiführer und verstehen uns aufs Führen. Der Lukas hat den Vulkan in kürzester Zeit gefrickt. Aus lauter Dankbarkeit hat der Nepomuk unseren Freunden einen Haufen Kohle geschenkt, zum Thema zu heizen, und hat ihnen auch verraten, wie sie in die Drachenstadt hineinkommen. Die richtigen Drachen haben nämlich niemand hineingelassen, der nicht wie ein reinrassiger Drachen ausgesehen hat. Hier hat der Jim eine famose Idee gehabt, nämlich aus der Emma, die ja hat Feuer und Funken speuzen konnte, einen Drachen zu machen. Sie haben ihre Schuppen angeknetet und Flügel und einen gross mächtigen Schwanz angehängt. Dem hat am Ende so drachenhaft ausgesehen, dass wirklich kein einziger Drache gemerkt hat, dass das eigentlich eine Dampflocke ist, wo das Ungeheuer in die Drachenstadt eingefahren ist. Prinzessin Lysi hat keine Ahnung gehabt, dass ihre Retter schon so nahe sind. Mit vielen anderen Kindern, Negerli, Chinesli, Indianer und Inder, aber auch vielen weissen Mädchen und Buben, ist sie an den Füssen angekettet, in der Drachenschule gesessen. Und die Lehrerin, der alte Drachen Frau Malzahn, hat den Stecker geschwungen. So, und jetzt wird gesungen. Und zwar wie jeden Morgen unser schrecklich schöne Kummerlandlied. Bad Schwefelgestank und Drachenmist, wenn ihr recht aufstehen. Los, zwei, drei. Wie wunderschön ist Kummerland, wie grosse Drachenstadt. Wir singen fröhlich miteinander, ja, das Kummerland ist platt. Lalala. Weiter ist sie nicht gekommen. Dann urplötzlich ist der Jim Knopf unter der Tür gestanden und hat gerufen: Ein Augenblick, Frau Malzahn! Hey,
du schwarzer Dreckspatz? Wo kommst denn du so plötzlich her? Wer bist du überhaupt? Ich bin der Jim Knopf. Ich komme von Lummerland und will Prinzessin Lise befreien. Und alle anderen Kinder gerade auch. Und schon ist Emma mit lautem Pfeifen und Fauchen in die Rachenhöhle eingefahren. Mit Volldampf ist sie auf Fremalza los und es hat einen ungeheuren Zusammenstoss gegeben. Los, Emma! Zeig's den grusigen Drachen! Hopp, los! Es hat einen gewaltigen Kampf gegeben zwischen der Emma und dem Drachen. Funken sind gestoben, Dampf hat zischt. Und wenn die beiden Ungeheuer aufeinandertatscht sind, hat's richtig donnert. Plötzlich, nach einem letzten zünftigen Putsch, ist die Fremalza umburzelt und hat alle vier von sich gestrickt. Der Lukas ist aus dem Führerhäuschen gegumpelt und hat mit dem Jim alle Kinder losgebunden und die Fesseln der Fremalza angelegt. Mach schneller, Jim. Das Biest wacht schon wieder auf. So, erst einmal eine Kette um die Schnauze, dass sie das grosse Maul nicht mehr aufreissen kann. Und jetzt die Vordertatzen zusammenbinden. Oh, merci dann. Die Frau Malza dürfte auch wieder einmal ihre Nägel schneiden. Und jetzt noch die Hinterbeine. Komm. So, fertig. Kinder, jetzt sind ihr alle frei. Ja! Halt, halt, nicht so laut. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Draussen auf der Strasse von Kummerland wimmelt es nur so von Drachen. Wir müssen zuerst einmal beraten, wie wir da wieder rauskommen. Der Jim hat einen bäumigen Vorschlag gehabt. Du, Lisi, wo hast du eigentlich deine Flaschenpost ins Wasser gerührt? Weißt du, die wir in China rausgefischt haben? Schau, da vom Fenster aus sieht man einen grossen Springbrunnen mit goldgelbem Wasser. Das fließt nachher in einen Fluss, der sich durch die Drachenstadt schlängelt und in einer grossen unterirdischen Höhle verschwindet. Moment mal! Wenn die Flaschenpost von der Lisi durch die Höhle auf China gekommen ist, dann könnten wir doch vielleicht mit unserer Emma auch durch die Höhle auf China zurück. Und genau so haben sie es auch gemacht. Die Nacht, als es dunkel war, sind alle Kinder auf die Emma geklettert. Für einmal so haben sie einen grossen Zahn angekettet und hinten angebunden. Und so ist das Zügli heimlich abgefahren. Als sie zur Drachenstadt rausgekommen sind, haben alle froh und dankbar aufgeschnauft. Und der Lukas ganz besonders. So, Kameraden. Ich wollte noch nicht viel sagen, aber ich glaube, unsere Flucht ist uns gelungen. Unsere Emma ist doch eine tapfere Locke, oder? Unsere Locke heisst Emma. Sie hat Frau Malza fertig gemacht. Unsere Locke heisst Emma. Sie ist eine wahre Pracht. Ja, die Emma hat einen Haufen Kinder. Wir fahren jetzt in die Heimat geschwind. Wie viel doch Emma treibt. Wenn ich sie führen und das Feuerli schüre, dann fängt's an dampfen und Kölbe stampfen. Sie ist aus dem Schuss. Durch das Tunnel. Wenn man reinkommt, wird's dunkel. Wenn man rauskommt, wird's hell. Unsere Locke heißt Emma, sie rührt und fucht und sie ist so schön. Unsere Locke heißt Emma, sie fiecht die schönste Töne. So ist die gute Emma schwer beladen mit diesen vielen Kindern zurück auf China gefahren. Wie es dort empfangen worden sind, das kann man kaum erzählen. Die Chinesen sind von dem Wiedersehen so gerührt gsi, dass alles Nastuch vorgezogen haben und angefangen haben zu schnüzen, um ihre Tränen verbergen. Der Kaiser hat unseren Helden immer wieder gedankt und all Kind zu einem grossen Freudenfest eingeladen. Den Drachen hat er abführen und in Elefantenstall einsperren lassen. Und dann hat er sich ganz feierlich an die Emma gewendet. Er hat ihr einen grossen Orden ums Chenni gehängt. Und es ist an ein Festen und Feiern gegangen. In dem Augenblick ist der Jim zu Rennen gekommen. Er war ganz aufgeregt und hat den Lukas und den Kaiser in den Elefantenstall gezogen. Komm schnell! Komm! Mit der Frau Malza ist etwas los! Sie ist so gespässig, ich glaube, sie stirbt!
Frau Malza ist aber nicht gestorben. Sie ist nur in einen tiefen Schlaf gesunken und hat sich in einen goldigen Drachen der Weisheit verwandelt. Wenn man einen Drachen besiegt, ohne das Malza hat sogar vorausgesagt, wie der Lukas, der Jim und Demma wieder heim auf Lummerland können und die genug Platz haben. Sie werden mitten auf dem Meer eine schwimmende Insel finden. Die sollen sie mit dem Schiff auf Lummerland schleppen und dort verankern. Und wenn dann der Jim-Knopf gross geworden sei, werde die Insel fest mit Lummerland verwachsen sein. Der Kaiser Ponging hat unverzüglich sein Staatsschiff in See stechen lassen und ist mit der Lisi und seinen neuen Freund Richtung Lummerland gesegelt. Tatsächlich haben sie das schwimmende Insel angetroffen und im Schlepptau mitgezogen. Das hat es Wiedersehen und Umarmen und Verschmützeln gegeben, wo unsere Auswanderer endlich wieder daheim sind. Und dann hat der Lukas die hohen Gäste aus China vorgestellt. Was? Der Kaiser von China? Ja, potztausig. Und eine richtige Prinzessin? Phänomenal! Die grösste Überraschung war aber die schwimmende Insel. Der König Alfons hat nur so gestaunet. Grossartig! Ich bin von heute an König der Vereinigten Staaten von Lummerland und Neulummerland. Und dann ist der grosse Moment gekommen, wo der Kaiser von China sein Versprechen eingelöst hat. Nämlich sein Töchterli Li Si, dem Held zur Frau zu geben, wo sie aus der Drachenstadt befreit hat. Er hat zwar gefunden, der Jim Knopf und Li Si seien noch etwas zu jung zum Heiraten, aber sie haben sich anfangen dürfen verloben. Und der Lukas hat dem Jim ein ganz besonderes Verlobungsgeschenk gehabt. Er hat aus dem Tender von der Emma ein kleines, herziges Lückchen rausgenommen. Es hat Tupfen genau gleich ausgesehen wie Emma, nur eben viel, viel kleiner. Aber es hat schon pfeifen und Rauchwölkchen puffen. Wie ein Wickelkindli hat es der Lukas auf den Arm getragen und dem Jim gebracht. Jim, du hast doch früher immer gesagt, du willst auch einmal Lokführer werden. Du müsstest nur eine eigene Loki haben. Da schau, da hast du eine. Oh, das ist ja... Ist das der Emma ihres Kind? Mhm. Komm, nimm's. Aber sorgfältig. Ist die aber herzig. Wie heisst sie, Jim? Ich würde Molly sagen. Gehört sie dann wirklich mir? Wem denn sonst als mein bester Freund, Jim Knopf? Bravo, Jim. Jetzt bist du ein richtiger Lokiführer. Meine Loki heisst Molly. Sie rücht und pfeift schon wunderschön. Seine Loki heisst Molly. Sie piepst die hellste Töne. Wir singen der Molly, dem Jim und der Lisi ein Jubelsang und alles stimmt. Recht viel Glück, unser Paar, alles Gute, viele Jahre. Molly wünscht